Leider. George, unser Kind will heiraten. Was haben wir falsch gemacht? Mit einem Schlag spüre ich meine Leber. Ich war noch ganz okay vorhin. George, wir verlieren unser Kind und Ersatz wird es nicht geben. Nun, mein Lieber, wir haben Schlimmeres überstanden in unserem Leben. Weißt du, es scheint mir, als ob es gestern gewesen wäre, dass der kleine Jean-Michel auf den Knien seiner Mama gesessen hat. Ah, da wir gerade beim Thema sind. Ja, welches Thema? Mütter. Annes Eltern kommen morgen, Jean-Michels Familie kennenzulernen. Und ich dachte mir, es wäre nett, wenn seine Mutter da wäre. Ja, natürlich werde ich da sein. Wo soll ich denn sonst sein? Nein, aber nicht du. Sie will. Welche Sie will? Sie will. Jean-Michels Mutter. Fällt mir diese Person ein, die mich eines Nachts auf der Hinterbühne vom Lido verführt hat. Diese Dirne, die alle drei oder vier Jahre einmal daran denkt, ihrem Sohn, ihrem eigenen Fleisch und Blut eine Geburtstagskarte zu schreiben. Und immer muss ich hinzufügen, am falschen Tag hat die meine. Ohne Drohungen und ohne Wut, sag ich dir jetzt. Wenn diese Person unser Haus betritt, bist du gestorben. Ja, wenn es so einfach wäre. Welches Recht hat diese Person, sich ausgerechnet jetzt in das Leben unseres Jungen einzumischen? Wo ist sie all die Jahre gewesen, als er aufwuchs, als er wirklich seine Mutter brauchte? Ich werde es dir sagen, Bruder. Drängelte sich an irgendeiner Ecke der Welt, an irgendeinem Ort, an irgendeinem Kerl, an dem sie rumfummeln konnte. Das ist es, wo sie gewesen ist. Der arme Jean-Michel, wenn ich daran denke, wie oft er sie angerufen hat, ihr schrieb, darum bat sie zu sehen. Und jedes Mal dieselbe Antwort. Es tut mir leid, Liebling, ich bin so beschäftigt. Kurz und nachdem, sie ist seine Mutter, ich werde sie anrufen und sie kommt. So? Ja. Aha. Und was noch, George? Ich kenne dein Gesicht, wenn ich irgendetwas belaste. Gerne alle schlechten Nachrichten auf einmal sagen. Wen hast du noch zu dieser Soiree eingeladen? Es sind nicht die Eingeladenen, die mich belastet haben. Excusez-moi. Wir haben noch eine ganze Stunde bis zur nächsten Show. Was hältst du davon, wenn wir beide einen kleinen Spaziergang machen? Ich kann jetzt unmöglich auch nur den winzigsten kleinen Schritt machen. Aber mit mir kannst du. Nein. Festlich sind alle Tage, hab ich dich im Arm. Nein, George, ich bin jetzt viel zu durcheinander. Das kommt davon, weil du nicht zuhörst. Du bist voll. Festlich sind alle Tage, hab ich dich im Arm. Plötzlich, ich alles wage, hab ich dich im Arm. Du kommst immer wieder schneller auf die Füße. Ja, ich bin eben geschmeidiger als du. Das warst du ja. Und wenn der Tag nicht ganz so beginnt, wie er soll, mit dir wird er noch stark gestanzt. Du musst mit dir wird er schön. Sich natürlich. Mit dir